Guten Morgen. Ich spreche jetzt per Voice-Over, weil ich mal wieder vergessen habe, das Funkmikrofon einzuschalten. Das war meine bisher verrückteste Wildschweinbegegnung, ganz klar. Das Verrückte an dieser Begegnung war nämlich, dass ich ungefähr 50 Meter von den Wildschweinen entfernt geparkt hatte. Ich bin da angebrettert gekommen mit meinem Auto, ausgestiegen, habe die Tür zugepfeffert und bin dann den Weg mit dem Schotter entlang gegangen, habe mir überhaupt keine Mühe gegeben, leise zu sein. Im Gegenteil, ich hatte es eilig, wollte halt noch den Nebel erwischen, bevor er sich wieder auflöst. Und ja, plötzlich stand ich dann inmitten der Wildschweine. Also so kann man es wirklich sagen. Die Frischlinge, die waren ungelogen 3-4 Meter von mir entfernt, als sie den Weg gequert haben. Und dann waren Wildschweine links von mir, rechts von mir und haben den Weg gequert, die Frischlinge zu beiden Seiten und große Wildschweine. Und ich war total perplex und wusste erstmal gar nicht so, wo ich da reingeraten bin. Aber erstaunlicherweise hatte ich keine Angst und das lag wohl daran, dass kein aggressives, lautes Grunzen zu vernehmen war. Also das merkt man ja normalerweise, wenn sich Wildschweine aggressiv verhalten. Die Frischlinge hätte ich auf jeden Fall auch fotografieren können. Die standen da ja eine Weile. Aber ich habe sie nur gefilmt mit der Sony ZV-1 und die hatte ich leider noch im manuellen Modus. Deswegen waren die dann ein bisschen unscharf, als ich da rangezoomt hatte. Und dann hat es auch gedauert, bis ich auf die Idee gekommen bin, die große Kamera zu nehmen. Mit der habe ich dann auch nur gefilmt und dann gab es auch keine richtige Gelegenheit mehr, die Wildschweine zu fotografieren. Die haben sich dann langsam zurückgezogen und waren dann komplett verschwunden irgendwann. Und das gesamte Gelände war da durchflücht von den Wildschweinen. Unglaublich. Was ein Morgen. Es gibt eine Sache, bei der habe ich ein schlechtes Gewissen, eine weitere Sache, die gefällt mir nicht so gut und zwei Sachen, die gefallen mir richtig gut. Also schlechtes Gewissen habe ich, weil ich heute eine Art Location-Hopping betrieben habe.
Normalerweise fahre ich oder gehe ich zu einer Location und versuche dann den Sonnenaufgang an dieser einen Location festzuhalten und zu genießen und mache dann eine kleine Wanderung auch an derselben Location. Heute war ich zuerst am Neuen Teich, dann am Lakenteich und jetzt im Mecklenbruch. Und das bringt mich zu der zweiten Sache, die mir nicht so gut gefällt, dass ich bisher noch kein einziges Foto gemacht habe. Ich habe nur gefilmt. Ich habe nämlich schon so oft den Neuen Teich fotografiert, den Nebel. Und ich wollte mal was anderes ausprobieren, hatte gehofft, dass hier am Mecklenbruch noch Nebel ist und dass ich vielleicht Sonnenstrahlen erwische, aber der hat sich schon aufgelöst, der Nebel. Also weder die Wildschweine habe ich fotografiert, noch Vögel, noch Landschaft. Naja, mal gucken, was sonst noch kommt. Apropos Wildschweine, da hatte ich auf jeden Fall Glück. Frischlinge können sehr, sehr gefährlich sein. Also wenn man Frischlingen begegnet und zwischen den Frischlingen und der Bache steht zum Beispiel. Aber ich glaube, die Bache war nicht in der Nähe. Ich habe da jetzt kein schäffiges Grunzen gehört oder so. Insofern wirklich Glück gehabt und wahrscheinlich die bessere Idee gewesen, gleich wieder umzudrehen und davon zu gehen und in Sicherheit zu gehen, zum Auto zum Beispiel. Aber ja, ich habe mich irgendwie sicher gefühlt, habe da jetzt keine Gefahr gespürt und stand da und habe mal gewartet, was jetzt passiert. Wie gesagt, kein kluges Verhalten. Ja, und was mir richtig gut gefällt, ist auf jeden Fall die Stille. Heute ist Sonntagmorgen und das ist der ruhigste Tag in der Woche. Hört man einfach nur wenige Flugzeuge, keine Verkehrsgeräusche. In 2 Stunden wird hier der Bär los sein im Mecklenbruch, beliebtestes Ausflugsziel im Solling. Und was mir noch richtig gut gefällt, ist die Luft. Das ist mir gleich aufgefallen. Eine unfassbare gute Luft. Ich mit meiner großen Nase kann das wahrscheinlich besonders gut riechen. Es duftet süßlich, eine Mischung aus Harz und Kräutern und irgendwelche süßen Stoffe im Moor am Morgen mit diesem Morgendunst. Also es ist unbeschreiblich. Mein Zweitlieblingsgeruch, mein Lieblingsgeruch waren die gefällten Lärchen in einem großen Lärchenwald. Oh, das hat auch süßlich gerochen. Und Douglasien riechen auch richtig gut. Als ich gerade über den würzigen Duft geredet habe, kam hinter mir jemand an und hat gewartet auf dem Bohlenweg, bis ich fertig bin. Vielen Dank dafür, sehr lieb. Und wir haben uns dann jetzt bestimmt eine halbe Stunde unterhalten. Ganz, ganz netter Mensch, kommt aus Holzminden, ein Gleichgesinnter, der auch immer früh morgens unterwegs ist und sehr oft in der Natur ist und auch filmt und fotografiert. Der macht wohl TikTok-Videos hauptsächlich, hat aber auch einen YouTube-Kanal, Nature Pictures. Ich verlinke den mal unten in der Beschreibung. Und der hat erzählt, dass im Solling wohl 12 Luchse oder so sein sollen, Wölfe auch. Ich höre hier gerade Wolfsheulen, bin mir gar nicht sicher, ob das Wölfe oder Hunde sind. Können die auch wie Wölfe klingen oder so? Und ich glaube, hier gibt es irgendwo Hundegehege, Wolfsgehege, irgendwie sowas. Ich höre hier häufiger heulen. Und der hat schon einen Wolf auf Wildkamera aufgenommen. Hier gibt es wohl nämlich auch einen Wolfsrudel jetzt mittlerweile im Solling. Also da muss man wohl aufpassen.
Na, wer sagt's denn? Jetzt konnte ich ja doch noch ein Foto machen. Ein schönes. Das ist der Waldlaubsänger und das Lied, was er gerade gesungen hat. Das macht er nur, nachdem er diesen Ruf hier, dieses Schnattern, so 5-6 Mal macht. Ah, dieses. Oh. Jetzt hat das gleich danach nochmal gemacht. So melancholisch, klingt aber wunderschön. Ich stehe jetzt hier seit 20 Minuten und verfolge ihn. Er springt ja von Ast zu Ast und hat immer die gleichen Äste, auf denen er landet. Und hat mich natürlich auch schon gesehen, aber ja, fliegt nicht weg, hat keine hohe Fluchtdistanz und stört sich nicht so an mir. Das ist natürlich cool. Und ja, ich konnte ihn schön filmen, Fotos machen, einige. Jetzt ist die Sonne rausgekommen und ich warte, dass er vielleicht auf einem Ast landet, wo er dann im Sonnenlicht sitzt, im Hintergrund möglichst Schatten. Und so ein Foto hätte ich auch gern nochmal. Ich glaube, es ist allerdings schöner ohne Sonne, nur im Schatten, da ist das Licht weicher. Aber probieren wir doch mal. Mal gucken, ob ich so ein Foto auch noch bekommen kann. Eine Stunde habe ich da jetzt an Ort und Stelle gestanden und nicht so ganz das bekommen, was ich gehofft hatte. Hätte mir auf jeden Fall einen Stuhl mitnehmen sollen, der wäre da angebracht gewesen. Andererseits wäre ich dann niedriger gewesen und es war relativ selten, dass der Waldlaubsänger auch niedrig in den Ästen war. Meistens war er weiter oben. Und dann ist er so alle 10 bis 20 Sekunden weitergesprungen von Ast zu Ast, hat dann mal länger, mal kürzer getrellert und ist dann weitergeflogen. Und es ist wie ein Glücksspiel gewesen, ob er dann auf einem Ast im Licht landet oder nicht. Relativ selten ist er im Licht gelandet und ja, ich habe jetzt 2 Fotos oder 3 machen können, wo er so quasi im Spotlight ist. Ein Foto, das ist wirklich wie im Spotlight. Das ist so, wie ich mir das vorgestellt habe, allerdings ein bisschen weit weg. Also kein fairer Vergleich zu dem Bild, wo er im Schatten ist. Da ist er sehr viel näher gewesen und deswegen ist das Bokeh schöner. Aber man bekommt eine Vorstellung davon, was ich meine. Also hier ein paar Vergleichsfotos. Schatten, Halblicht und Spotlight.
Was ist das denn bitte für eine krasse Buche? Wow! Gleich am Wegesrand hier stehen auch noch weitere dicke Bäume rum. Hammer! Und was ich heute alles für grandiose Orte entdecken durfte, dank euch, weil ihr meine Videos schaut, sind meine Kosten für Verpflegung und Benzin gedeckt. Das ist doch eine Win-Win-Situation. Also hoffe ich zumindest, dass das für euch auch ein Win ist. Na gut, das soll's für heute auch wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, was auch immer ihr tut. Habt einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis nächstes Mal. Tschüss.